Die Woche der Freizeitsicherheit stand in diesem Jahr unter dem Motto Senioren im Gleichgewicht. Als Pate für den diesjährigen Schwerpunkt steht das Europäische Jahr für aktives Altern. Schon bei der Pressekonferenz in der alten Turnhalle in Fussach wurde klar, was hinter diesem äußerst wichtigen Thema steckt. Es geht um das Jahr für aktives Altern heuer. Und es geht darum, dass von der Initiative Sichere Gemeinden viele Aktionen gesetzt werden, die helfen sollen, vor allem Stürze im Alter zu vermeiden. Die Initiativen setzen punktgenau im Alltag in den Situationen an, die die Menschen täglich erleben. Das ist eine Initiative, die vom Land sehr begrüßt wird. Wer rastet, der rostet. Das ist auch das Motto der Turnerschaft Fussach, die unter Leitung von Annemarie Gassner jeden Montag am Trainieren ist. Den Herren merkt man dabei die Freude an der Beweglichkeit sichtlich an. Auch die Trainerin ist stolz auf ihre Truppe. Das hat sich so ergeben, dass ein Mann mal gesagt hat, man macht immer nur für Frauen Turnen, Männer brauchen da auch was. Und dann hat der Herr Obmann von der Turnerschaft gesagt, ja, dann gründen wir was, und hat mich gefragt, ob ich es übernehmen würde. Und hat gesagt, ja. Und dann sind drei Herren gekommen, einer dazu, der hat gedacht, was macht man da? Und ist wieder gegangen. Das nächste Mal waren schon fünf da. Mittlerweile habe ich 15 bis 18 Herren da. Dass die Initiative Sichere Gemeinden großen Anklang findet und unterstützt werden sollte, ist in vielen Regionen bereits gang und gäbe und ein wichtiges Kriterium, um das Netz der Freiwilligen weiter auszubauen. Sichere Gemeinden bewegt uns alle von Kindesbeinen an bis zum Seniorenalter. Und diese Woche der Freizeitsicherheit, wie wir sie jetzt ausgerufen haben, hat ja die Bewegung im Alter zum Inhalt, wie wir am besten Seniorinnen, Senioren möglichst fit halten können, wie sie diese Angebote, die da sind, wahrnehmen können und wie wir sie motivieren, bestmöglich für ihre eigene Gesundheit zu schauen und damit, darf ich es mal salopp sagen, vielleicht ein bisschen auch den inneren Schweinehund besiegen. Um noch mehr Senioren zur Bewegung zu motivieren, fand im Treffpunkt an der Aach die zugehörige Informationsveranstaltung statt, zu der zahlreiche Interessenten erschienen. Neben Vorträgen konnte auch aktiv am Geschehen teilgenommen werden. Ich möchte zwei Gründe anführen. Der erste ist natürlich die demografische Entwicklung, die in Vorarlberg auch nicht vorbeigeht, dem Trend aller anderen Länder genauso. Und das zweite ist das enorme Potenzial, das in den gerade im alten Menschen noch steckt, das aktiviert werden kann. Und da setzen wir einfach große Hoffnung drauf, dass wir hier doch etwas bewegen können. Von Bewegungsgruppen über Tanzveranstaltungen war für die Teilnehmer viel geboten. Dabei stand auch der Spaß an vorderster Stelle und den Senioren merkte man sichtlich an, wie viel Freude Bewegung machen kann. Aus medizinischer Sicht wird ebenfalls bestätigt, dass Bewegung auch im Alter das A und O ist. Es gibt so viele Möglichkeiten im Alltag eingebaut, Bewegungen zu machen. Das beginnt schon beim Zähneputzen in der Früh. Da kann ich eine ganze Menge Übungen machen, Gleichgewichtsübungen machen, ob ich zum Beispiel auf beiden Beinen abgestützt Zähneputz oder auf ein Bein stehend freihändig Zähneputz, dann mache ich gleich meine ersten Bewegungsübungen im Sinne von Gleichgewichtsübungen dazu. Und so setzt sich das eigentlich den ganzen Tag fort. Es gibt viele Übungen, die man im Sitzen machen kann, im Alltag, im Büroalltag, viele Übungen auch im Stehen. Und so können sehr viele Übungen, Bewegungsübungen, Körperwahrnehmungsübungen auch schon im Alltag ohne zusätzlichen Zeitaufwand eingebaut werden. Als Teil der Veranstaltung fand ein Erste-Hilfe-Kurs statt, in dem einst Gelerntes wieder aufgefrischt werden konnte. Auch hier stand aktives Mitmachen an erster Stelle und die Senioren beteiligten sich auch hier rege, denn schließlich muss man wissen, was im Ernstfall zu tun ist. Dabei ist das richtige Verhalten von entscheidender Bedeutung. Mein Mann ist auch also 72 Jahre alt und ich bin auch nicht so jung. Oder? Ich brauche auch etwas Wissen. Oder? Ja, immer, dass man wieder im neuesten Stand ist. Man hat es ja schon öfter gemacht, aber trotzdem, man vergisst. Und dann muss man halt wieder was tun. An verschiedenen Ständen konnten sich die Senioren dann noch weitere Informationen beschaffen, denn auch die Sturzprävention ist es, worauf besonderes Augenmerk gelegt wurde. Schließlich sind Stürze im Alter die häufigste Ursache für Pflegebedürftigkeit. Wer sich jedoch viel bewegt und aktiv bleibt, der kann bereits vielen Gefahren im Haushalt entgegenwirken.
Also ganz großes Thema, weil wenn man jung ist, interessiert es ja nicht und es kommen immer Jahr für Jahr neue Schichten dazu. Das heißt, das Thema muss immer wieder aufgetischt werden und am Leben erhalten werden und darum ist dieser Tag oder diese zwei Tage so immens wichtig. Wichtigstes Ziel der Woche der Freizeitsicherheit war es, praxisnahe und unkomplizierte Lösungen zu finden, die über die einzelnen Veranstaltungen hinauswirken und den Senioren Spaß machen. Vor allem starke Partner sind wichtig, um diese Lösungen zu fördern. Dabei helfen Rotes Kreuz, Turnvereine und zahlreiche weitere Institutionen. Denn schließlich bedeutet Beweglichkeit auch Lebensqualität, egal in welchem Alter.